Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim, Folge 99. So, wir sollen jetzt mit einem Wasserkrug ausgerüstet den Weg des Initianten hier beschreiten, um Auriels Bogen zu bekommen. Nein, ich habe keine Fragen. Wir legen mal los. Öffnen Portal zur Schwarzfallpassage. Ich bin gespannt. Das war nicht so unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Sogar irgendwie wohltuend. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Okay. Also wir können nicht zurück. Und dieses Gebiet habe ich noch gar nicht erkundet. Das ist schon ein bisschen unheimlich hier. Ach du Schande. Ein junger Chaurusjäger. Ich glaube, die Viecher, die waren nicht zu unterschätzen, ne? Das hätten wir geschafft. Die Fühler nehme ich mal mit. Das andere habe ich eigentlich schon zu Genüge. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als wenn wir gleich Besuch von Fallmann bekommen. Das wird euch eine Lehre sein. So, was hast du denn bei dir? Gold. Den Rest kannst du behalten. Ein weiterer Falmer ist da. Und nicht nur einer. Der ist tot. Da hättest du... Oh. Das hätten wir geschafft. Wer ist da? Ich weiß doch, dass ich etwas gehört habe. Ein Chaurus. Nur renn doch nicht vor. Wir müssen hier schon so ein bisschen vorsichtig sein. Das hätten wir geschafft. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Au, ah, das hat wehgetan. Aber den Falmer hat's auch erwischt. Mondsteinerz. Ist das hier? Okay. Chaurus-Eier, Essenz der Stärke. Chaurus-Chitin. Das ist schon... So aus, als wollten diese... Na, hier bleiben. Falmerpfeile, die nehmen wir noch mit. Da die Betrogenen genannt hat. Ja. Ich hätte gerne irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand, der mir dauerhaft Licht gibt. Vielleicht gibt es sowas auch noch im Laufe des Spiels irgendwie. Das wird euch eine Lehre sein. Zaubertrank der dauerhaften Unsichtbarkeit. Der dauerhaften? Das ist dann bestimmt bloß für eine längere Zeitspanne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dauerhaft ist.
50 Sekunden. Junger Schaurusjäger auch noch hier. Der Musik nach zu urteilen, sind das aber nicht die einzigen Gegner, oder? Vulkanglaspfeile. Wow. Lichtblüte. Lichtblüte habe ich auch noch gar nicht gefunden. Oh, wo kommst du denn her? Hängemoos. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so groß ist hier. Eisenbarren Gold, schwarzer Seelenstein, Smaragd und eine silberne Juwelenhalskette. Oh, das war eine fiese Falle. Da habe ich ja Glück, dass ich davon nicht getötet wurde. Das war der Bogenschütze hier oben. Ein paar Falmer-Pfeile. So, was haben wir hier? Kunst. Korundumerz und Goldstücke. Wer ist? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oh. Und noch einer. Das glaube ich nicht. Zwergenöl. Wie kommt denn hier Zwergenöl her? So, war jetzt hier oben noch irgendwo eine Kiste? Bösartiges Gift der Ausdauer. Das ist jetzt nichts von Interesse. Oh. Ups. Stolperfalle. Also ich hoffe, dass ich hier noch richtig bin. Sind schon wieder die nächsten Gegner am Start.
Ein Falmer Schattenmeister. Oh. Hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Das wäre geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Meister hier bei sich hat. Gewetztes Falmerschwert, Gold, Knochenmehl, magisches Leichentuch und ein Falmerhelm. Ebenerzbogen der Entkräftung. Goldstücke, Orichalkumerz, Rubin und ein Welkenstein. Ja. Ich nehme den Bogen erstmal mit. So, da haben wir jetzt noch ein paar Gegner drin, aber... Nee. Die hat sie schon erledigt. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, muss ich durch den Wasserfall durch. Die haben wir gepflückt. Und die Kiste hatte ich ja... Genau, die hatte ich geplündert. Zwei Wege. Das sind hier aber auch wirklich fiese Fallen. Hier sind auch Stolperdrähte. Woher seid ihr gekommen? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Amethyst. Oh, oh, oh. Halt, da ist auch noch ein Rubin. Zaubertrank der kräftigen Heilung. Schön. Das hätte ein bisschen weh getan, wenn ich da jetzt drunter gestanden hätte. Was machst du denn da? Züge und Fallen. Was immer sich auf der anderen Seite befindet. Die Falmer wollten, dass es dort bleibt. So, wir haben jetzt hier zwei Seile, wo wir ziehen können. Ah ja. Oh oh. Was ist das? Ein Talsäbelzahntiger. Hab ich noch gar nicht gesehen. Da hinten sehe ich schon den ersten Geist stehen.
Eine Giftblüte. Habe ich das jetzt gesammelt? Es gibt aber auch seltsame Orte hier. Seht ihr das? Einfach fantastisch. Eine pilzbewachsene Höhle. Ja. Was läuft denn da? Hier leben Tiere. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, die sind friedlich, aber ja, sie rennen weg. Was haben wir? Wie heißt du? Wir können aber auch schnell schwimmen. Giftblüte hinzugefügt. Okay. Schon wieder so ein Talsäbelzahntiger. Talreh. So, wo ist der jetzt hingefallen? Hier. Das Fell möchte ich schon mitnehmen. Das ist ja auch was Außergewöhnliches, was man nicht jeden Tag sieht. Keine Angst, vor mir hast du nichts zu befürchten. Bei den Giftblüten kann man schön den Heilungszauber skillen. Ich glaube, da oben befindet sich noch ein Wegschrein. Gehen wir weiter. Abgeschlossen. Überlebe die Schwarzfallpassage. Fülle den Wasserkrug des Initiaten. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es euren Weg erhellen, während ihr Ruhe im Allerheiligsten sucht. Woher seid ihr Ach, musst du mich stören? Ich bin gerade dabei, meine Mantrin zu empfangen. Granatstein. Ich hoffe, er hat jetzt nichts mehr gesagt oder wollte nichts mehr sagen. Diese Person ist beschäftigt, okay. Vielen Dank. Möge Aureels Glanz euren Pfad erhellen. Wasser schöpfen. Fülle den Wasserkrug. 1 von 5. Okay. So, und dann hier durch, ne? Portal zum vergessenen Tal. Oh, hier ist wenigstens ein bisschen heller. Aber hier komme ich wieder zurück. So, ob das jetzt auch wieder so ein weiter Weg ist bis zum nächsten Schrein? Der Nachthimmel.
geht's aber tief runter. Oh. Das vergessene Tal, wo bin ich denn jetzt hier? Immer noch in der Höhle. Das ist unglaublich. Das ist wie eine ganz andere Welt. Ja. Na los, der Bogen muss irgendwo in diesem Tal sein. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das wird euch eine Lehre sein. Da drüben ist auf jeden Fall ein Gebäude. Fackelwürmchen. Ja, ich muss unten lang. Ich sehe es schon. Durch das Tal. Wer ist da? Die sind erstaunlich leicht zu besiegen. Also ich hätte mit stärkeren Kreaturen gerechnet hier. Ach, das war ihr Beschworener. Hoffentlich nimmt sie mir das nicht übel. Das alles zu erkunden hier würde aber auch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle und weg von hier. Aber ich habe hier verschiedene Zielorte. Von Aureel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Dann empfangt Aureels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Okay, Wasser schöpfen. Portal zur Schwarzfallpassage. Da komme ich dann wieder zurück. Also müssen wir die anderen jetzt hier auch noch finden in diesem Tal. Ich habe jetzt noch zwei Ziele und eine Tür. Okay. Ich denke mal, die Tür wird das letzte sein.
Da kommen schon die nächsten Gegner. Oh. Frostbissspinnen. Ah. Ich bin vergiftet. Nein. Ist das groß hier? Daheim auf der Insel habe ich so etwas nie gesehen. Das glaube ich dir sofort. Also wenn ich mir jetzt hier die Mühe machen würde, das ganze Ding komplett zu erkunden, dann würde das mit den Folgen jetzt hier aber auch doll in die Länge gezogen werden. Diese Dinge sind überall, nicht wahr? Ihr seid am Wegschein des Lernens angekommen, Initiat. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren? Und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Auriel segne euch, mein Kind. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Ich stehe nie vor der Tür. So, Wasser schöpfen. Da geht's wieder zurück. Ein Ziel da hinten, das andere da oben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ich glaube, am schlauesten ist es, wenn ich da drüben den Pfad hochgehe. Geht's auf jeden Fall nach unten. Unglaublich. Kommt euch diese Eisschicht auch etwas dünn vor? Jetzt, wo du es sagst. Da oben ist auch irgendein Gebäude. Aber da sehe ich jetzt erstmal nicht, wie man da hochkommen kann. Und, auf der Karte, beziehungsweise oben auf dem Kompass, habe ich da jetzt auch keinen Zielmarker. Was haben wir denn da für ein Erz? Mondsteinerzader. Das muss ich mitnehmen. So, was sagt das Gepäck? 418. Oh, 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 oh. Woher seid ihr gekommen? Ach, du Schande. Jetzt hier auch noch gegen Drachen kämpfen.
Ja, wenn die mal runterkommen würden. Oh. Mist. Das Gute ist, sie machen jetzt nicht so viel Schaden. Voslarum. Die haben auch Eigennamen. Ob es von denen auch Drachenseelen gibt? Wenn ich sie besiege? Den ersten habe ich. Ja, es gibt... Es gibt eine Drachenseele. Alle beide besiegt. Also die Drachenknochen und Drachenschuppen lasse ich jetzt hier einfach mal liegen. Das Gold nehme ich aber mit. Habe ich denn aktuell noch Schreie, die ich verstärken kann? Druckwelle. Weil wir haben ja 6 Drachenseelen mittlerweile. Okay. Ja, ich fand den auch klasse. Vielen Dank. Und schön, dass, der auch nicht so schwer war. Also ich habe jetzt hier doch den Kümmer. Frostatem kann ich nochmal verstärken. Und Druckwelle auch. Und dann habe ich immer noch eine Drachenseele übrig. Und habe jetzt alles... Alles, verstärkt, was zu verstärken geht. Ja, sehr schön. So. Kann man hier jetzt eigentlich reintauchen? Kann man. Aber hier ist auch eine extreme Strömung. Bevor ich dann nachher hier wieder nicht rauskomme, lasse ich es mal lieber. Ah! Das hätte ich jetzt fast übersehen, wenn ich das nicht gehört hätte. Magiker Lebenskraft entziehen. Okay. Und eine große Truhe. Rolle des Rufs zu den Wachen, schwaches Gift, der Ausdauerzaubertrank, der Magiker Vulkanglas, Panzerhandschuhe der überragenden Schmiedekunst. Okay. Und gleich noch einen weiteren Schrei gelernt. Lebenskraft entziehen. Saugen und Magika. Jetzt habe ich aber bloß noch eine Seele. Dann lassen wir das erstmal. Da oben sehe ich, ist das nächste Ziel.
Der Tempel da oben auf der Klippe, das interessiert mich aber auch. Aber vielleicht kommen wir da nachher noch hin. Ihr seid am Wegschrein der Entschlossenheit angekommen. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Dann geht voran, mein Kind. Möge der Reichtum von Auriel eure Entschlossenheit auf eurer Reise zum Allerheiligsten stärken. Ah, diesmal stehen wir richtig. Oh, drei Tore. Portal zum Schrein der Vision, Schrein der Leere und zurück zur Schwarzfallpassage. So, jetzt ist noch ein Ziel offen. Das soll irgendwo da hinten liegen. Ich hoffe, dass ich das zu Fuß erreichen kann. Nicht, dass ich jetzt hier verkehrt laufe. Da fliegt was. Ich werde mal speichern. Sicherheitshalber. Auch wieder Mondsteinerz. Gott, ist das hier groß. Da hinten sind auch Falmer wieder unterwegs. Ah. Salz der Leere. Das haben wir geschafft. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ziel Gletscherspalte. Schauen wir mal. Da scheinen Eistrolle umherzuwandern. Irgendwie bin ich hier so ein bisschen langsam unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, den hätten wir wahrscheinlich auch ohne Schrei besiegt. Ah, vergiftet. So, bist du noch da? Da hinten. Die genießt wahrscheinlich gerade einen Spaziergang oder sowas. Da komme ich jetzt aber nicht runter.
Oh, der hat aber Schaden gemacht bei mir. Gewetzte Falmer-Kriegsaxt. Zaubertrank der kleinen Heilung, den nehmen wir mit. Elfenpfeile. Ja, Magiker-Zaubertränke brauche ich jetzt nicht unbedingt, die lasse ich da liegen. Eisenpfeile. Und Falmer-Pfeile. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So einen ähnlichen Pfad hatten wir doch schon mal in einer anderen Höhle gehabt. Oh nein! Nicht sterben. Ich werde hier von allen Seiten attackiert. Und jetzt sind wir auch schon wieder vergiftet. Weg mit dir. Reißt nicht ab. Mal gucken, ob hier eine Kiste versteckt ist. Ja. Gold und ein makelloser Granatstein. Eigentlich muss ich in die andere Richtung. Aber ich bin neugierig. Oh Mann. Schon wieder nicht drauf geachtet. Obwohl, jetzt ist das hier der richtige Pfad. Ging das dann auf der anderen Seite nicht mehr weiter? Da ist eine Kiste versteckt. Also hier ist jetzt auf jeden Fall Ende. Dietriche. Und hier geht's auch nicht weiter. Nee, okay.
Dann ist das hier der richtige Weg. Oh. Gold und ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Ja, wo gehe ich denn jetzt lang, ne? Hier nach oben? Oder da hinten unten lang? Immer diese Entscheidung. Immer Schattenmeister schon wieder. Hier sind überall noch Kisten versteckt. Quecksilbererz, winziger Seelenstein. Ja, Zaubertrank der Heilung, den nehmen wir natürlich mit. Orkische Pfeile, Dietrich Gold. Starke Magikertrank und ja, das Rüstungsteil. Lass ich da jetzt mal liegen. Stahlplatte ist nicht meins. Muss das hier so groß sein? Jetzt bin ich bestimmt ganz unten hier, wo wir vorhin an den Wänden da oben lang gelaufen sind. Ist natürlich die Frage, lohnt sich das jetzt hier noch bis zum Schluss durchzugucken? Ja, da ist auf jeden Fall noch was. Oh, hier sind Strömungen. Das zieht mich immer wieder unter Wasser. Boah, da hinten geht's auch noch weiter. Stab der Blitze. Ja, brauche ich nicht. Zwergenpfeile, Dietrich, Gold, schwarzer Seelenstein und Stahlstuppen. Stulp, Stiefel. Ach, Herrgott. Stahlstulpen, Stiefel. So. Das ist ein wahrer Zungenbrecher. Das ist aber auch echt eine riesige Höhle hier. Ah ja, okay. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Gut. Oh, wo bist du denn hergekommen? Das könnte der sein, der vorhin runtergefallen ist. Ah ja. Einer weniger von den Strolchen.
Komm schon, was ist denn hier los? Warum geht's? Du bist doch hier vorhin hochgekommen. So, Serana ist auch schon wieder nicht zu sehen. Da ist sie. Schwimmt. Die nimmt ein Bad, die Gute. So, dann war ja jetzt nur noch der Weg nach oben offen. Also da hinten durch. Weil hier unten war ich jetzt auch gerade. Da ging es ja dann nicht mehr weiter. Beziehungsweise sind wir ja da wieder vorne rausgekommen. Aber wir müssen ja, glaube ich, noch gegen den Bruder kämpfen. Schuppenschwamm. Oh, ich habe schon wieder Gepäckprobleme. Falmer, Ohr, Gold. Kann ich denn irgendwas hier bei ihm lassen, was ich nicht brauche? Kantikumbaumrinde. Ja, hier Schauchus-Chitin. Brauche ich jetzt nicht alle. Ebenerz, Streitaxt des Schwundes. Ja, vielen Dank. Schön, dass du wieder da warst. Und ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Tag. Eisenbarren. Ja, die wiegen jetzt nur ein. Fackeln. Kann ich ihm eigentlich auch mal 20 geben? Das alleine müsste ja schon reichen. Zwergenschild, Gold und makelloser Amethyst. Schwere Rüstung verbessert auf 92. Kurzer Prozess hier. So. Dann werden wir mal gleich unseren Stufenaufstieg begehen hier. Ich würde tatsächlich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen auf Ausdauer gehen. Und wir wollten... Wo ist es? Schloss knacken. Da. Das wollten wir noch weiter steigern. Was haben wir hier jetzt? Flinke Hände. Du kannst Schlösser knacken, ohne entdeckt zu werden. Und was ist das da hinten? Schlösser der Expertenstufe sind viel einfacher zu knacken. Nehmen wir das. Sehr nice. So.
Okay, da unten war ich schon. Ich muss ja jetzt hier auch mal langsam zum Ziel kommen. Vergessenes Tal. So, was sagt die Karte? Es ist ein Stück Weg, ne? Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Okay. Dann werde ich die Folge jetzt an dieser Stelle hier beenden. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte bis zum Ziel durchgehen, aber ich vermute, dass jetzt hier einmal ein härterer Kampf kommt. Und mit dem Bruder vielleicht sogar. Und wir müssen ja auch den Weg des Initianten noch vollführen. Also, ich möchte mich jetzt nicht abhetzen und immer so diese Zeit im Nacken haben. Und die Folgen unnötig überziehen möchte ich auch immer nicht. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge machen wir dann hier an der Stelle weiter, ja? Also, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.